Pia liebt Seifenblasen, weil die so schön bunt schimmern. Aber warum ist das eigentlich so? Das Schimmern liegt am Licht und das kann man sich wie eine Welle vorstellen. Weißes Licht ist nicht so farblos, wie es scheint, sondern besteht aus allen Farben. Die haben nur unterschiedliche Wellenlängen. Wenn es zum Beispiel auf grünes Gras trifft, wird der grüne Anteil des Lichts reflektiert und der Rest geschluckt, sodass nur das grüne Licht in unser Auge gelangt und wir die Fläche grün sehen. Wenn Wellen die gleiche Länge haben und aufeinandertreffen, können sie sich gegenseitig verstärken oder auslöschen. Wenn zwei Wellenbäuche aufeinandertreffen, verstärken sie sich. Wenn ein Wellenbauch und ein Wellental aufeinandertreffen, löschen sie sich aus. Das sogenannte Interferieren passiert auf einer Seifenblase ständig. Sie besteht immer aus zwei Schichten Seifenmolekülen, zwischen denen eine Wasserschicht ist. Im Wasser ändert sich die Wellenlänge des Lichts. Das Licht kann an beiden Seifenschichten reflektiert werden. Wenn diese beiden Strahlen dann wieder aufeinandertreffen, können sie sich verstärken oder auslöschen, je nach Dicke der Seifenblase. Und diese verändert sich ständig, weil sich das Wasser zwischen der Seife bewegen kann. So verstärkt sich an jeder Stelle mit unterschiedlicher Dicke eine andere Wellenlänge, also eine andere Farbe, und die Seifenblase schimmert bunt. Wow, was für ein Wunder! Jetzt findet Pia Seifenblasen sogar noch viel spannender als vorher. Created using Powtoon.